Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Okami. Im letzten Part haben wir schon 4 von 5 Wunderkriegern gefunden und sollen uns jetzt laut Isun auf den Rückweg zu Fusehime machen und erstmal mit ihr reden, und der Hundesucher zeigt uns auch die Richtung an. Wer weiß. Vielleicht versteckt sich ja der Hund ganz in der Nähe. Der letzte. Ich hätte im letzten Part nicht mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt so schnell die Hunde finden. Ich dachte, die sind außerhalb vom Dorf noch, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Und hinten sehe ich schon eine Sprechblase. Und es sieht nicht so aus, als ob wir den Hund schon gefunden haben. Nein, haben wir nicht. Hey, Amy. Dieser Flohsack starrt uns finster an. Ich glaube, er hat einen Hundesucher bemerkt. Hm? Was ist das? Meine Herrin, Fusehime, hat mich gerufen. Aber erst möchte ich eine meiner Fähigkeiten ausprobieren, an der ich gearbeitet habe. Hast du das gehört, Amy? Fusehime hat mir verboten, an sinnlosen Kämpfen teilzunehmen. Irgendwie haut es nicht mit Isun. Aber ich will testen, ob du diesen Hundesucher zurechtträgst. Ich glaube, das sagt der Hund noch. Du wagst es. Du hast wirklich Mut, einen Kampf mit uns zu wollen. Nun gut, komm schon, du Flohsack. Stimmt's, Fellknäuel? Jo, wir beginnen den Kampf. Genau, da gibt's nur eine Antwort drauf. Ich weiß nicht, wer dieser Flohsack ist, aber er wird eine Überraschung erleben. Oh ja, das wird er. Oh, und der Kampf wird schon wieder ewig dauern mit unserem komischen Dingens. Auf geht's. Ja. Wow. Schön drauf. Dang. Weg. Das Ausweichen ist echt Gold wert. Autsch. Was machen? Oh, das sieht schön viel ab. Wir machen so nur minimalen Schaden, aber wenn er dann gestunt ist, dann geht's eigentlich. So, jetzt, zack. Ah, das läuft doch sehr gut. Hast du es geschafft? Und zack. Sehr schön. Das lief doch echt gut, muss ich sagen. Das lief sehr, sehr gut. Oh, Schaden, aber die Zeit. Dafür, es ging aber recht schnell. Das liegt halt auch mit deiner Waffe ein bisschen. Ich sehe, ein würdiger Gegner. Lass uns wo kämpfen, wo wir mehr Platz haben. Hast du das gehört, Amy? Das wird lustig. Diesmal wird ernst gemacht. Los, zeig uns, was du drauf hast, Flohsack. Wenn wir fertig sind, wirst du dir wünschen, du wärst gleich zu Fusehime gegangen. Hey, warte mal. Wenn du von Fusehime gerufen wurde, dann... Vielleicht ist ein weiterer der Satomi-Hundekrieger. Ach nee, es ist ein Hundekrieger Tay. Jetzt habe ich genug mit dir gespielt. Nun wirst du die Wut der Satomi-Kugel der Macht zu spüren bekommen. Satomi-Kugel der Macht? Mann, jetzt zeigt uns schon, was du drauf. Jetzt zeigt schon, was du drauf hast, Flohsack. Wir haben keine Angst. Oh, Tay. Ich dachte, ich hätte etwas hier draußen gehört. Ihr beide seid doch nicht am Kämpfen, oder? Kämpfen? Aber natürlich nicht. Nur ein kleines freundschaftliches Raufen. Guck, niemand hat auch nur einen Kratzer. Nun, zumindest haben wir jetzt die, 5 der Satomi-Kugeln der Macht. Aber ihr wart böse Baubaus. Warum seid ihr nicht direkt nach Hause gekommen, als ich euch rief? Hey, Fusehime, was ist das für Satomi-Kugeln der Macht?
Jeder Satomi-Hundekrieger trägt die Kugel einer anderen Tugend. Die Satomi-Kugeln der Macht sind der größte Schatz des Haus Satomi. Ich brauche die Kugeln, um die Sperre von Rotem durchbrechen zu können. Aber die Hundekrieger hören nie, wenn ich sie zurückrufe. Und drei von ihnen fehlen immer noch. Ich befürchte, ihnen könnte etwas zugestoßen sein. Aber es gibt niemand, den ich aussenden könnte, ihnen zu helfen. Hey, was soll dieser Blick, Lady? Okay, ich habe verstanden. Wir werden auch den Rest noch finden. Immerhin hatte ich ja gesagt, wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Wie wunderbar. Ich stehe für immer an eurer Schuld. Ich kenne die ungefähren Aufenthaltsorte der verbleibenden drei Hundekrieger. Ich würde sie auf eurer Karte markieren. Oh, sie sind sehr weit verteilt, sehe ich. Sehr weit verteilt. Sehr, sehr weit verteilt. Du hast den Hundesucher. Sie werden hier zurückkommen, wenn du ihnen den Hundesucher zeigst. Natürlich nur, wenn sie nicht verletzt sind. Oder noch Schlimmeres. Bitte beeile dich. Wir müssen die Kugeln der Macht bekommen, um die Sperre zu überwinden. Jetzt hatte ich doch recht, dass sie weiter außerhalb verteilt sind. Und wir noch ein paar mehr suchen müssen. Sie sind wirklich sehr weit verteilt, sogar in unserem Heimatdorf, Kamiki. Aber ja, darum werden wir uns auch nach und nach kümmern. Aber erstmal will ich noch eine andere kleine Quest machen. Nämlich mit dem Spatzenmädchen. Wir springen mal hier runter, kleine Abkürzung. In das Wasser rein. Und ja, wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Und das mit dem Spatzenmädchen wartet ja auch noch auf uns. Und ein bisschen Abwechslung schadet ja auch nie. Also, und ich weiß sogar, wo sich das Spatzenmädchen aufhält. Und ich hoffe, wir kommen noch so schnell dran, wie ich es mir denke. Mal schauen. Oh, das Vogelgezwitscher war gerade voll schön. Die Musik wird immer lauter. Hier sind Äffchen. Ich habe das Gefühl, so hundertprozentig flüssig läuft das nicht, aber ist mir gerade egal. Ja, lass die Musik wieder. Hui. Kann auch daran liegen, weil wir gerade so durch die Gegend rennen. So. Das sind wir wieder zurück. Und hier sind wir noch alles so verflucht und. Was macht die immer noch Angst? Und ich glaube, im Haus konnten wir nicht viel anfangen, aber wir sehen ja diesen Baumstumpf. Oh, hier ist ein. Sagt uns sogar was. Was für ein aufbruchsreifes altes Haus. Ja, abbruchreifes altes Aufbruch. Die Stützpfosten brechen ja schon zusammen. Ich wette, wir können aufs Dach gelangen, wenn wir hier hochklettern. Ja, das können wir auch. So, oh, und da sehen wir auch. Da kommen wir auch rein ins Haus. Erstmal die Krüge zerstören. Oh, da ist sogar noch Futter drin. Was sagst du hier? Sieht aus, als wäre dieser Teil hier mit Holzbrettern versperrt. Ganz schön schlechte Arbeit, muss ich sagen. Ich wette, du kannst sie ganz leicht in Trümmern schlagen. Ja, mit einer Kirschbombe. Bams. Und ab geht's ins Haus. Der komischen Zungenabschneider. Was ist das denn? Wieso kam gerade dieses komische Geräusch? Seltsame Dinge hier vor sich. Zelda. Hey, was machst du hier schon wieder, du Köter? Du hast wirklich Nerven, einfach so in die Häuser von Leuten reinzukommen. Du würdest doch nicht einmal einen vernünftigen Snack abgeben, du dürrer Köter. Dein Mann hat ja schon ein leckeres Tier zum Essen gefangen. Wenn es endlich aufhört zu zwitschern, da können wir endlich loslegen. Hehe, ich kann es kaum erwarten. Aha. Ich frage mich, ob der Mond heute Nacht wieder scheint. Mond, ich kann dir wirklich
ein wirkliches Ärgernis für uns sein, weißt du? Es scheint uns seltsame Kräfte zu geben und unsere wahre Gestalt zu. Deshalb macht es uns die Sache schwer, ein normales Leben vorzutäuschen. Wir werden auch in solchen Nächten immer so hungrig. Okay. Was für ein Saustall. Die Sonne scheint durch ein Loch. In die Decke. Das ist aber ein großes Loch. Ich wette, man könnte bei Nacht sogar den Mond durch das Loch sehen. Aber hier ist kein Ort, an dem man sich darüber unterhalten sollte, den Mond anzusehen. Können wir das jetzt so nicht machen? Ich bin gerade überlegen. Weil die Nacht können wir nicht hinaufbeschwören. Ich bin gerade... Oh. Was für ein lecker aussehender Köter. Du bist erst dieser Spatz. Oh. Und jetzt dein Hund. Das wird ja ein richtiges Festmahl. Oh. Der böse Herr Zungenabschneider. Nun dann, komm schon, Köter. Es ist Essenszeit. Nein. Nu. Ran. Los. Danke. Man muss warten, bis Nacht ist. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen erstmal auf die Karte. So, Inasasa Zuflucht ist ein Hund. Also müssen wir es ja doch machen. Ich blicke nicht durch. Zoom out. Da ist noch eins. Im Agatha-Wald und bei Dingens. Da ist auch ein Hund. Ein kleines Hundi. Nacht machen können wir jetzt noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich kann nur Sonnenaufgang, Restauration, Kraftstreich. Nein. Also entweder du bist nur warten oder mal schauen. Ich glaube, der Sasa-Zuflucht können wir jetzt auch noch nicht so viel machen. Aber da müssen wir ja früher oder später auch hin. So, ich glaube, die lassen uns eh noch nicht rein. Und ich glaube nicht, dass der Hund so weit außen sein wird. Ah, jetzt wurde es auch angezeigt. Sehr schön. Bambusdorf ist das Zuflucht. Amy, ist das nicht der Ort, den Herr Bambus erwähnt hat? Er sagte, er könne keinen Bambus mehr für seine Bambuswaren bekommen. Ja, na vielleicht, wir können jetzt noch mit den Spatzen reden. Vielleicht kann man sie irgendwie umstimmen. Ich bezweifle es zwar, aber egal. Wir können noch was sagen. Wir können auch nicht aufbrechen. Hey! Hey, du Gammler! Haben wir uns nicht vorhin klar ausgedrückt? Der Boss ist wütend. Seine wunderbare Tochter wurde entführt. Ja, wir wissen jetzt auch, wo sie ist. Wir tun alles, um sie zu finden. Wir haben alles abgesucht. Niemand wird hier durchkommen, bevor sie nicht in Sicherheit ist. Ja, nur verschwinde. Okay, können wir nichts machen. Schade. Also müssen wir noch warten, bis es Nacht ist. Und ich glaube, mehr bleibt uns leider nicht übrig. Und dann will ich erstmal eine Sache zu Ende bringen. Und dann die nächste. Aber ich glaube, es dämmert schon. Oder doch nicht. Das war nur der Schein. Wenn ich im Menü rumhändige, da wird es, glaube ich, auch nicht dunkel. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann es ja theoretisch auch rausschneiden. Dann sehen wir uns dann wieder, wenn es Nacht ist, Leute. Bis gleich. So, und es ist Nacht geworden. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit mit dem Hund hier rumgespielt. Oh, wie süß er da liegt. Und dann schauen wir mal. Ich sehe den Mond nirgendwo. Mal schauen, ob es trotzdem klappt. Ich weiß es nicht. Aber probieren geht über studieren. So, hier draußen ist schon mal keiner. Ja, mal schauen, was jetzt hier drin stattfindet. Ich habe ein bisschen Angst. So, Amy, bitte. Danke. Oha.
schon so Schatten. Voll creepy. Da ist sie. Und sie hat einen Pfeil. Der Mond scheint wieder sehr hell heute Nacht, oder? Mondlicht kann ja wirklich das Ärgernis für uns sein, weißt du? Es scheint uns seltsame Kräfte zu geben und unsere wahre Gestalt zu. Deshalb macht es uns die Sache schwer, ein normales Leben vorzutäuschen. Und wir werden auch in solchen Nächten immer so hungrig. Eigentlich irgendwas machen? Ihr Beutel oder so? Nee. Was ist mit ihm? Ja. Ja. Ich bin so hungrig. Weg von der Garten. Das hatten wir schon. Wieso habe ich keine Ahnung? Du hast mich gesehen, du hast mich gesehen. Wo kommt denn der Schatten her? Was auch immer ist, ist nicht menschlich. Du hast mich also gesehen. Jetzt werde ich dich töten. Ich werde dich auffressen. Oh, zeig uns, was du drauf hast, ihr Schreckgespenster. Kommt raus und kämpft. Ah, das macht alles einen Sinn. Oh Gott, die Alten. Oh. Aha, diese Gegner. Ich erinnere mich. Jo, ich habe ein bisschen Angst. So, dieses Schwert. Ja, ist ein bisschen kompliziert, man muss ein bisschen tricky. Also die blocken ja, dann gegen. Gucken wir uns, glaube ich, erstmal mal ein. Ist, glaube ich, einfacher als schon bei den Bossen kämpfen zu müssen. Nein, ich will erstmal. Nein, Alter. Nee, ich hasse es. Das ist jetzt das nächste Mal der richtige. Okay. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 folgt. So gleich. Da runter. Guck nur runter. Dankeschön. Der Kraftschrei ist echt Gold wert bei sowas. Einkügeln. Jetzt habe ich schon diese böse Taktik, aber egal. Und noch einmal. Zack. Und tschüss. Das war's mit den Balken. Mit den beiden Eulen. Mal schauen, wo jetzt der Spatz versteckt ist. Tun. Oh, es war sehr schrecklich, bei diesen Monstern eingesperrt zu sein. Es fühlt sich wunderbar an, wieder frei zu sein. Hab vielen Dank, Kündchen. Lass mich dich streicheln. Oh. Mein Name ist Tun, kostbare Blume des Gasthausspatz. Blume, das ist der Zuflucht, Chun. Sie ist das Mädchen, nach dem der Boss vom Gasthaus Spatz gesucht hat. Ich sollte besser nach Hause gehen, sonst macht sich mein Papa noch mehr Sorgen um mich. Aber wenn ich alleine gehe, dann fangen mich diese Monster vielleicht wieder. Würdest du mit mir zusammen zur Sasa-Zuflucht gehen, Hündchen?
Ja, mache ich dir gerne. Bah, dieses Kind ist ganz schön anstrengend. Nun gut, bleiben wir ein bisschen bei ihr. Du. Warum, du Kleine? Komm schon, Hündchen, los. Los geht's. Oh Gott. Was, hier fliegt so mit uns? Ah, okay, okay. I understand it. Also, ihr bleibt auch auf dem Weg. Nein, Schriftrolle greift uns tatsächlich an. No. Ich will nicht. Lass mich raus. Dankeschön. Da ist sie, okay. So ein Part gehen wir nochmal zurück. Also, sie bleibt nur auf dem Weg. Oder? Nee, sie folgt uns auch so. Das ist recht praktisch. Da muss die Mogeln jetzt auch dran vorbei. Hui, zack. Ich will nämlich nicht kämpfen, so, aber im nächsten Part geben wir sie dann zurück und mal schauen, was uns dann erwartet in der Sasa-Zuflucht. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao.